USA, das dürfen wir nicht vergessen, hochdefizitär ist wirtschaftlich. Natürlich auch in ihrer Hybris, also als Weltpolizei aufzutreten, ohne die entsprechenden Strukturen zu haben. Man darf ja nicht vergessen, sie könnten ihre gesamten Militäreinheiten sich nicht leisten, wenn die restliche Welt sie nicht finanzieren würde, ja, über ihre Außenhandelsüberschüsse. Überschüsse machen ja nicht die anderen. Die Überschüsse, die Deutschland zum Beispiel gegen USA macht, bedeutet ja, dass das Geld nach USA fließt. Diejenigen, die defizitär sind, sind ja die eigentlichen Überschussinhaber. Das ist ja auch wieder eine Verwirrung der Worte. Man glaubt ja immer, wenn einer ein Defizit hat, liegt er im Minus. Und wenn er einen Überschuss hat, hat er Plus. Genau das Gegenteil ist ja der Fall, was die meisten ja ökonomisch gar nicht verstehen, außenhandelspolitisch gar nicht verstehen. Also es besteht eine große Chance. Das Problem sind die Massenmedien und die Durchmanipulation fast aller Menschen und aller Funktionäre, die sich für die Elite halten, aber niemals die Elite waren, sondern lediglich dafür erklärt wurden und in ihrem Größenwahn eben halt die Leute beeindrucken und die meisten Leute das tatsächlich glauben. Es ist relativ einfach zu verstehen. Man sollte auf seine innere Stimme hören und merken, was da falsch läuft.